بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله und willkommen an einer weiteren Hörreise. Genau, liebe Geschwister, wie ihr es lesen könnt, nur noch Spuren. Die Frage ist, Spuren von was? Wo reisen wir hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir unsere Reise fortsetzen? Von was hinterlassen wir Spuren? Hinterlassen wir Spuren oder über welche Spuren wollen wir heute reden? Ich basiere die heutige Hörreise auf einen Status oder eine Story, die ich gelesen habe von einem Bruder, der auch Alhamdulillah sich bemüht auf seine Art und Weise, den Menschen die Liebe zur Religion, die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahezulegen. Und das ist mein Bruder Abdulhamid. Er hat gepostet, dass Muslime vieles tun heutzutage oder vieles geschafft haben, ne, vieles erreicht haben. Die haben geschafft, Anwälte zu werden. Sie haben geschafft, Ärzte zu werden. Sie haben geschafft, Lehrer zu werden. Sie haben geschafft, Richter zu werden. Und was auch immer, hat verschiedene Berufe reingeschrieben. Wir könnten jetzt zig Berufe und Titeln aufstellen. Und dann schreibt er am Ende, aber sie haben vergessen, Muslime zu sein. Ja, und das ist eine Wahrheit, die man nicht gerne hört. Und kein Takfir, es ist kein, liebe Geschwister, Aussage, in dem man die Muslime aus der Religion ausschließen möchte. Man sagt, ihr seid keine Muslime mehr. Der Bruder will auf etwas Bestimmtes hin und derjenige, der mit dem Herz, mit einem offenen Herz und mit offenen Augen hinliest und schaut, versteht, was gemeint ist. In dem Endeffekt verstehen es die falsch, die sowieso alles falsch verstehen wollen. Und die werden dann versuchen, das so zu drehen, um nicht den Sinn herauszunehmen, um nicht den Nutzen herauszunehmen. Und als ich das gelesen habe, bin ich auf eine Art und Weise traurig geworden. Und dann überlegt man über die Umma und über die Allgemeinheit der Umma, über die Allgemeinheit der Muslimin und was diese Aussage uns sagt. Wahrlich, liebe Geschwister, es sind nur noch Spuren da von der Religion bei vielen Muslimen. Nur noch ein bisschen Spuren. Wahrlich, wir haben nur noch ein paar Spuren noch in uns. Inshallah zu sagen oder Mashallah, Alhamdulillah. So 3-4 Wörter. Oder bei Tod dann sich religiös zu verhalten. Weil bei der Hochzeit verhalten sich die meisten nie religiös. Da ist mehr Zügen der Christen und der Nicht-Muslime als alles andere, was von der Sunna berichtet wird oder was der beste Mensch auf dieser Welt uns mitgegeben hat. Ja, oder wir haben so Spuren, dass wenn Neugeborene da sind, dann wollen wir irgendwas von der Religion haben. Ja, nee, wir suchen wirklich, also wir haben nur noch ein paar Spuren und ein paar Krümmel noch der Religion in uns. Wir haben uns so bemüht, auf dieser Dunya eine bestimmte Position zu erreichen oder einen bestimmten Titel oder einen bestimmten Berufsbezeichnung zu erreichen, dass wir dabei vergessen haben, nebenbei Muslime zu sein. Man hat vieles von der Religion liegen lassen. Ernsthaft, liebe Geschwister, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wenn wir rausgehen würden mit einem Mike und wir würden ernsthaft die Menschen fragen, ohne dass sie lügen, betest du? Was denkt ihr, wie viele Muslime antworten mit Ja, später 5-mal am Tag? Weil durch die sozialen Medien haben wir ja auch 9-mal kluge Menschen, die den Menschen so vorspielen, diese Spuren. Also das sind so Leute, die sind Fame zum Beispiel, oder die sind Instaflenzer und die tun so, als wären sie religiös, weil die dann diese Spuren benutzen, diese Packrummel, die man hat. Man denkt, das reicht. So reicht das. Siehst du, der ist doch voll bekannt und der hat doch voll gutes, sehr viel Geld und viel von dieser Welt. Und guck mal, der sagt Inshallah und der sagt Mashallah. Es gibt YouTuber, die auch nicht Muslime sind, sagen Mashallah manchmal. Bezogen auf sogar schlechte Sachen. Geschwister, lass mir dir zu verstehen geben, dass die Religionen sind nicht Spuren. Die Religionen sind nicht Krümmel. Die Religion sind nicht ein paar kleine Teilchen. Die Religion ist ein Ganzes. Die Religion ist keine Hälfte, kein ein Drittel und kein ein Viertel. Die Religion ist ein Ganzes.
تحت الله عز وجل القرآن، واعتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا. الله sagt im Koran, und haltet an den Seil Allahs fest, richtig fest. Hier ist ein Wort benutzt, so richtig fest, und spaltet euch nicht. Genau das Gegenteil machen wir. Was für ein Seil? Wir wissen gar nicht, was das Seil Allahs ist, woran wir uns festhalten sollen, woran wir stark festhalten sollen. Warum? Weil das Einzige, mit was wir uns beschäftigt haben, ist, wie wir viel Geld erreichen, wie wir einen bestimmten Beruf erreichen, wie wir einen Titel unter den Menschen erreichen, wo die Menschen sagen werden, boah, krass, was, du bist Anwalt, du bist Anwaltsgehilfe, du bist Mediziner, du bist, ja nicht so. Ich sag nicht, dass, guck mal, ich weiß, dass manche jetzt hingehen werden und sagen, ja, wie sollen wir jetzt nichts mehr lernen? Bruder, bitte, hört auf, immer die Dinge so zu verstehen, wie ihr wollt, damit ihr einfach nur nicht weiter hinhört. Ich sage dir und ich sage mir, wir sollen lernen, aber wir sollen nicht vergessen, warum wir auf dieser Erde sind. Es kann nicht sein, dass wir uns für genug erklären, oder dass wir uns selber sagen, es reicht, wenn ich sage, Inshallah, Mashallah, Alhamdulillah, und es reicht, wenn ich ein Ayat al-Kursi aufhänge im Auto, oder wenn ich Salam Aleikum sage, aber kein Schema und kein Plan von Religion habe, kein Gebet, kein Fasten, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht faste, wenn ich mich nicht mit der Religion, wenn ich die fünf Säulen, wenn ich dich fragen würde, was sind die fünf Säulen, und ich fange an zu stottern, weil ich die nicht kenne. Geschweige, was sie bedeuten, geschweige, was die Bedingungen sind für jede Säule, geschweige, welche Pflichten darin sind, geschweige, welche freiwillige Da brauchen wir gar nicht weiter hinzugehen. Es sind wahrlich nur noch Krümel in uns von der Religion. Aber wir tun so, als wenn diese Krümel reichen. Und die Menschen vor uns, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, mit dem waren, mit dem gekämpft haben, mit dem geweint haben, mit dem gelacht haben, mit dem gegessen haben, mit dem getrunken haben, mit dem rausgegangen sind, mit dem gesessen haben und ihm zugehört haben, die bei ihm waren, die haben mehr als das gemacht. Sie waren stets bemüht, mehr zu tun. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Manche unter denen hatten die Botschaft von Propheten, also dass sie im Paradies sind, und sie haben mehr gemacht. Wie kann es sein, dass wir uns zufrieden geben mit ein paar Krümmel der Religion, mit ein paar Wörtern, die wir auswendig können, mit Situationen, wo wir religiös handeln, und dann das ganze Leben unreligiös handeln, die Religion beiseite stellen, wie als wäre sie eine Kiste, die wir rausholen, wenn es uns schlecht geht, die wir rausholen, wenn jemand geboren wird, die wir rausholen, wenn jemand stirbt. Und dann tun wir, wenn wir merken, dieses Gefühl ist weg, tun wir diese Kiste wieder weg. Es ist traurig mit anzusehen, und man kriegt das ja stark mit durch die sozialen Medien, weil jeder sich ja irgendwie offenbart und jeder sich irgendwie zeigt. Megalons vergeben. Und man sieht diese falschen Ansätze der Muslime. Man sieht so diese Hoffnung auf dieser Dunya. Man sieht diese Hoffnung auf diese getäuschte Welt. Yani, was macht der Shaitan, la'natullah? Er zieht uns immer mit falscher Hoffnung. Er schmückt uns das Ganze, und am Ende ist dahinter, puff, ist nichts. Dahinter ist nichts. Es ist wie so eine Luftblase, die verplatzt. Wallahi, glaub es mir. Und ihr wisst das. Ich muss das gar nicht sagen. Wir wissen es. Egal wie sehr wir uns bemühen auf dieser Dunya, bezogen auf Geld, wenn wir einen bestimmten Betrag erreichen, 1 Million Euro, und diesen 1 Million Euro auf der Bank haben, und dann ist der Tag X gekommen, wo wir diese 1 Million Euro haben, und wir haben dafür die Religion beiseite gestellt, das Gebet beiseite gestellt, das Fasten im Monat Ramadan, weil dieser Ibadah uns irgendwie gestört hat, um diese 1 Million zu ergattern und uns aufgehalten hat. Wenn wir an den Tag kommen, wo wir diese 1 Million haben, werden wir spüren, dass wir nichts haben. Wenn wir jetzt ein Haus, ein großes Haus und ein Auto und ja, volles Konto, so, keine Million, aber voll. Den Tag, wo du das erreicht hast, nachdem du jahrelang, Jahrzehnte vielleicht damit verbracht hast,
das zu erreichen und das Ziel hinterher zu jagen. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt und alles, was Allah azza wa jal uns empfiehlt, beiseite gestellt hast, um das zu erreichen, wirst du merken an dem Tag, wo du es hast, dass du nicht alles besitzt, dass etwas innerlich fehlt. Das kommt davon, weil wir die Religion falsch einschätzen, weil wir die Religion nicht lernen, weil wir denken, das, was wir lernen, reicht, weil andere Menschen um uns herum geben, die uns sogar bestätigen, weil die wahrscheinlich von dem, was wir in der Welt ergattern, mitergattern möchten und sagen, ja klar, Bruder, reicht. Hodja Imame, Internet Imame, Internet Hodja. Das sind ja nur so neue Begriffe, die wir haben, um Ausreden zu finden, Dinge gewiss nicht zu tun oder nicht zu akzeptieren, was man was Falsches tut. Ja, Internet Hodja, Internet Imame. Aber wenn diejenigen Leuten, dieselben Leuten, predigen im Internet oder Dinge erzählen oder euch Weisheiten mitgeben oder Nasihat und die sagen euch, mach so, Hashabab, macht so, die sind dann in dem Moment keine Internetpsychologen oder keine Internetimame oder Internet, ich weiß nicht, wie man es sein könnte, Ratgeber. Deren Wort wiegen wir ab und sagen, ja klar, wenn der das sagt, ne? Das ist traurig, Bruder. Das ist traurig. Es ist eine traurige Angelegenheit. Wenn wir uns anschauen, wenn wir wirklich hinschauen und wir nehmen auf als Maßstab den Islam in dem, was wir tun, das ist so wenig, Mann. Ich zeige nicht mit dem Finger jetzt auf irgendjemand da draußen und sage, du tust viel Falsches. Nein, vielleicht macht die Person das, was der tut, ja, ist halal, ja nicht. Der beschäftigt sich mit einer Sache, die halal ist. Ich sage nicht, dass er sich beschäftigt mit der. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass diese Person sich beschäftigt mit Haram. Das ist sowieso ein ganz anderer Aspekt. Das ist ein ganz anderer Aspekt für diejenigen, die sich noch nicht, die ganz wenig von der Religion mit sich bei sich tragen, aber noch sich beschäftigen mit Haram. Nein, ich sage eine Person, der beschäftigt sich zum Beispiel mit einem bestimmten Beruf, bestimmt mit einer bestimmten Arbeit, die der macht, die halal ist, ja nicht. Ob es Insta-Pflanzer ist, ob das YouTuber ist, ob das Richter ist, ob das Mediziner ist, ob. Es ist traurig, aber mit anzusehen, dass dafür die Religion hingeopfert wird. Die Religion wird geopfert dafür. Und dann siehst du in dieser Person so wenig Islam. Du siehst in dir und dir selbst, du sagst, warum habe ich kein blassen Thema von der Religion? Aber wenn du mich etwas fragst, weiß ich darüber Bescheid. Und darüber hinaus, nicht nur über seine Berufsbezeichnung oder in seinem Beruf oder in dem, mit dem er sich beschäftigt, wenn du den wahrscheinlich auch über gewisse Animes oder Serien, der würde dir viel Information darüber geben. Das heißt, selbst in der Freizeit, die der besitzt, basierend auf das, was er tut. Und da ist der Beweis, dass es möglich ist, sich einer Sache zu widmen in der Dunya, aber die Religion an erster Stelle zu haben. Nein, basierend darauf, dass der seine Kraft dieser Sache widmet, dem Beruf oder den Lehrgang oder was auch immer, Jani. In der Freizeit widmet er seine Sachen dann Sachen, womit kein Nutzen sich bringen. Jetzt würde ich sagen, ja, aber darf man jetzt auch das nicht gucken? Nein, Bruder Herz. Du kannst vieles Dinge machen, aber du darfst nicht deine Religion vergessen. Es geht nicht, dass wir die Religion beiseite stellen für alles. Es geht nicht, dass die Religion bei uns an der letzten Stelle kommt. Nur wenn dann jemand stirbt oder wenn ein bestimmter Monat da ist oder bestimmte Tage oder wenn bestimmte Schicksalsschläge, dann an die Religion denken. Sehr stark. Es geht nicht, Janik. Es geht nicht, Brüder. Es geht nicht, Schwestern. Es ist so traurig, dass wir nicht schaffen, diese Welt hinter uns zu lassen. Dass wir es nicht schaffen, Mann. Dass wir uns mehr um unseren Körper bemühen, zum Beispiel mit Diäten, in den Training zu gehen, ins Fitnessstudio oder ins Kampfsport. Und man geht und macht und schwitzt und strengt sich an. Aber wir schaffen nicht, das Buch Allahs in die Hand zu nehmen und eine Seite zu lesen. Glaub mir, liebe Geschwister, ich schäme mich selber. So, es fällt uns schwer, als würde das Buch 100 Kilo wiegen, als würde es aus Feuer sein, als würde, wenn wir es anfassen, dass wir danach paralysiert sind. Als wenn das Baustelle wäre, eine Baustelle, die wir
abarbeiten müssen. Eine Seite. Guck mal, liest du Surat al-Ikhlas, al-Falaq und Nas, die letzten drei Suren. Das sind kurze Suren, ihr wisst das. Hast du eine Seite gelesen. Diese eine Seite schaffen wir nicht. Aber wir schaffen 1,5 Stunden im Fitnessstudio zu ackern. Ich schaffe 1 Stunde dazu schwitzen. Ich darf 1 Stunde ringen, kämpfen, machen, tun, Boxsack, dies, das, schwitzen, laufen zu gehen. Man nimmt sich das sogar vor und sagt, ab jetzt verändere ich das und ich mache das und ich verändere meine Ernährung. Und das Nahrung vom Herzen ändern wir nicht. Ändern wir nicht. Aber wir behaupten, dass wir die Religion lieben und dass wir Allah lieben und dass wir den Propheten Muhammad a.s. lieben. Was lieben wir? Welche Liebe? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als seine Frau Aisha radiallahu anha gefragt worden ist über sein Benehmen, hat die gesagt, wie der Koran. Das ist alles, was du im Koran an Benehmen, Verhaltensregeln findest, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Genauso war er in seinem Alltag. Wo finden wir den Koran in unserem Alltag? Wo finden wir dieses Verhalten bei uns? Das sind so viele Ecken und so viele Kanten. Es sind so viele Sachen noch, die wir machen müssen, mit denen wir uns, die wir uns aneignen müssen, liebe Geschwister im Islam. Islam ist nicht ein Wort. Islam ist nicht nur, dass wir 3 Wörter auswendig lernen und die anwenden. Wenn einer sagt, ja, du wirst das schon schaffen, mashallah. Mashallah, du bist gut. Oder ja, inshallah, ich habe vor, noch größer zu werden. Oder Alhamdulillah für alles. Alhamdulillah für alles. Und es ist so traurig, dass so wenig noch in uns ist. Nur noch Spuren, ja, nur so vereinzelte Spuren, die darstellen, dass, wo ich sagen kann, an den Spuren, wenn ich die dann, wenn jemand die an mir sieht, dass der zum, sagt, ja, okay, der ist wahrscheinlich Muslim. Der ist wahrscheinlich Muslim. Ja, das macht einen wirklich traurig, wenn man das erkennt. Und wir haben so eine schöne Religion. Es gibt Leute, die haben so viel dafür aufgegeben. Auch die Sahaba, die haben auch unsere Geschichte, unsere Vorfahren haben so viel dafür aufgegeben. Sie müssen Mekka verlassen mit nichts. Ihr ganz Hab und Gut zurückgelassen. Stell dir mal vor, du musst ein Hab und Gut verlassen. Guck mal, stell dir mal vor, du hast jetzt alles ergattert. Ja? Du hast ein Haus gebaut, eine Wohnung, ein das, ein dies und du hast viel, viel Möbel. Und dann heißt es, ey, du musst alles liegen lassen und du musst gehen in eine andere Stadt. 600 Kilometer von hier, wenn du musst alles liegen und von neu dort anfangen. Was denkt ihr, wenn Allah diese Prüfung schicken würde, wie viel fallen würden? Manche Leute schämen sich zu sagen, dass die beten müssen, weil die Angst haben, dass einer krumm guckt oder dass irgendeiner, der nicht Muslim ist, einen Spruch lässt. Die meisten von denen verändern ihren Namen. Die meisten von uns verändern unseren Namen. Wir sagen nicht Mohammed, wir sagen Mo. Wir sagen nicht Abdel Latif oder Abdel Hamid oder Abdel Aziz, wir sagen Abdel, Abdi, Abi. Ja? Wir verändern sogar aus, manche so, man versucht, manche, bei manchen passiert das so, aber manche Leute machen das aufgrund der so, ja, okay, komm, ich heiße Mo, hört sich besser an. Habibi, du hast den schönsten Namen auf dieser Welt. Du hast den Namen mit der Person, die am meisten genannte Person, am meisten gefolgte Person auf dieser Welt. Und du änderst kurz diesen Namen ab. Du gehst in ein Geschäft ein und du sagst Assalamu alaikum, weil ein deutscher Kunde ist oder ein Nicht-Muslim, weil auch ein deutscher Kunde kann ein Muslim sein in dem Sinne. Ein Nicht-Muslim, da ist, sagst du, ja, willkommen, hallo, merhaban. So, du erwiderst nicht den Salam. Wie erwidern den nicht? Wir haben nur noch Spuren von der Religion. Ja, wir haben nur noch Krümmel. Krümmel, Staubkörner. Nur noch ein bisschen. So dass man nur erkennt. Ist das nicht beschämend? Ist das nicht traurig? Für was, Jani? Für ein bisschen Stück Erde? Geben wir das auf für das hier? Ist uns das wertvoller als Allah subhanahu wa ta'ala? Das, was Allah nicht als wertvoll sieht, das, was Allah azawajal keinen Wert gibt, geben wir so viel Wert.
diese Dunya und dieses Leben in dieser Dunya geben wir so viel Wert. Und Allah Azza wa Jal gibt dieser Dunya im Hadith erwähnt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mal den Wert der Flügel einer Mücke. Wie wertvoll ist dieser Flügel? Nichts! Allah gibt es nicht mal diesen Wert dieser Dunya. Und würde der diesen Wert der geben, wenn Allah nur so wenig Wert dieser Dunya geben würde? Und Allah ist die Dunya wertlos. Wenn er dieser Dunya und alles, was in dieser Dunya ist, alles, was dieses Leben beinhaltet, wenn Allah es etwas Wert geben würde, dann würde der denjenigen, der nicht an Allah glaubt, das Wasser verbieten, den Schluck Wasser verbieten. Allah ist dieser Welt wertlos. Und wir haben sie zum Wertvollsten gemacht. Wir legen Allahs Religion beiseite. Wir legen Allahs Namen beiseite. Wir legen Allahs Gesandten beiseite. Frieden und Segen sei auf alle Gesandten des Propheten. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad a.s., Isa a.s., Musa a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., Idris a.s., Yusuf und Ya'qub a.s., Yahya alayhi salam, alle, die erwähnt sind, weil wir Muslime glauben an alle Propheten, die da waren. Alle Propheten, die der Allah Azza wa Jal gesandt hat. Wir legen die alle beiseite. Wir nehmen Muhammad alayhi salatu wasalam und legen den beiseite. Wir nehmen seine Sunnah und legen sie beiseite. Wir nehmen seine Wörter und legen sie beiseite. Wir nehmen seinen Charakter und legen ihn beiseite. Wir nehmen seine biografischen Merkmale und legen sie beiseite. Wir nehmen sein Äußeres und legen es beiseite und geben es keinen Wert. Und wollen auch nicht danach gehen und wollen nicht danach handeln und tun es auch nicht. Und wir haben nur noch ein paar Spuren davon. Dass man vielleicht lächelt ab und zu oder dass man schon so ein bisschen freigebiger ist oder. Doch dabei sollten wir an dieser Seil Allahs festhalten. Das Seil Allahs ist sein Wort und das, was der Prophet a.s. gebracht hat. Und haltet an Allahs Seil fest und spaltet euch. Und ich sage Allah so. Es ist so traurig, ja. Es ist so traurig und egal, wie oft man das wiederholt, es ist immer wieder traurig. Hast du was Schönes bekommen? Wir haben so was Schönes bekommen, ja Rab. Wir haben so was Schönes bekommen, ja Rab. Du hast uns recht geleitet. Und du gabst uns das, wonach die Seele gesehnt hat. Und wir sind so undankbar. Wir bevorzugen diese Welt. Manchmal bevorzugen wir sogar Sünden. Obwohl wir wissen, dass es Verbote sind, obwohl wir wissen, dass du diese Sachen nicht möchtest, wir machen sie trotzdem. Weil wir diese Sache mehr Wert geben in dem Moment. Darum ist es auch, wenn jemand einen Sinner begeht, der Iman ist aus dem Herzen, weil du kannst nicht gläubig sein und du diese Tat begehen. Der Iman schwebt über dich. Der Iman wird aus deinem Herzen geholt, während du Sinner begehst. Geht nicht, Emmy, geht nicht. Ich weiß nicht, was wir uns vorstellen, liebe Geschwister, wie wir dieses Grab überleben sollen, wie wir das erleben, wie wir das überstehen sollen. Mit was wir den jüngsten Tag überbringen wollen, wie wollen wir den überstehen? Ist unser Herz so hart? Ist die Liebe für diese Welt so stark, dass wir uns so blenden? Ist es so, dass wir wirklich denken, wenn wir nicht viel besitzen auf dieser Erde, dass wir benachteiligt sind? Warum? Warum? Warum ist uns das so wert? Warum ist das so wert, was andere sagen? Warum ist uns das so wert, was andere denken, wenn wir religiös handeln? Warum ist es so wert geworden? Oder Angst haben, dass man Follower verliert? Oder? Wer sind die, ja? Denkst du, diese Menschen werden am Yom HaQiyamah dir helfen? Denkst du, diese Menschen werden dir helfen, während du stirbst? Werden diese Menschen da sein und dich erinnern an Allah, wenn du stirbst? Ja, die werden irgendwann dann alle irgendwie im Instagram posten, Rest in Peace und
Ja, schade, graues Bild, ey, wir vergessen dich nie, Bruder. Wallahi, die vergessen dich, Bruderherz. Schwesterherz, wallahi, die vergessen dich. Deine nächsten Leute werden dich vergessen. Es werden Tage vergehen und dann irgendwann kommt Jahrestag und dann, Fulan ist gestorben oder diese Schwester ist gestorben. Ja, weiß noch, wie schöne Zeiten das. Ach komm, wir machen Instagram-Story. Dann bist du wieder in der Instagram-Story. Und vielleicht in den nächsten 4, 5 Jahren. Und irgendwann denkt nur deine Mama darüber, wenn die noch lebt. Oder dein Papa, wenn der noch lebt. Und die denken über dich. Wenn die nicht mehr leben, vielleicht deine Kinder, wenn du welche hast. Vielleicht. Vielleicht waren die auch zu jung. Dann tätowiert einer den Namen der Toten. Und denkt damit, gedenkt er ihn. Nur noch Spuren, liebe Geschwister. Die Religion bringt so viel mit. Und es ist an der Zeit, dass man anfängt, diese Spuren zu vermehren. Es ist an der Zeit, dass wir diese Krümel mehr machen, liebe Geschwister. Dass wir durch ganz, ganz viele kleine Teilchen und ganz, ganz viele Krümel einen ganz, ganz, ganz großen Haufen haben von Gut in uns. Einen großen Haufen von Religion in uns. Haufen von guten Taten, meinen wir. Nicht das, was manche denken würden, wahrscheinlich, wenn wir das sagen, weil leider manche Wörter in der Sprache schon missbraucht worden sind. Und wenn du das benutzt, dann der Kopf geht woanders hin. Der spielt dann direkt Flipper. Wir müssen zurück. Und langsam uns mehr damit beschäftigen. Mehr uns daran erinnern. Mehr uns mitgeben. Und tauchen wir doch ein bisschen ein, ja. Nimm dir doch die Zeit und öffne doch mal den Koran. Hör dir einen Vortrag an über den Koran. Fang doch an und lies die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lies so Bücher über den Islam. Es gibt so mittlerweile so viel übersetzt. Du musst nicht mehr weit reisen, um zu hören von der Religion. Du musst nur noch auf dein Handy nur den richtigen Content erwischen. Beziehungsweise dir deinen Algorithmus so machen, dass der richtige Content auftaucht. Du kannst auch nicht, brauchst nicht mal auf Algorithmus zu hoffen. Du kannst eingeben. Du weißt, was du eingeben musst. Wir wissen, was wir eingeben müssen, damit wir dann auf die richtigen Gedanken kommen. Die Frage ist, ob wir es mehr machen im Nachhinein. Damit diese Spuren sich vermehren, ja? Es macht einen so traurig. Und dann ärgern wir uns über Situationen auf dieser Welt. Und die Änderung muss eigentlich bei mir anfangen. Wir wollen Dinge weit, weit weg von uns entfernt ändern, aber schaffen uns selbst nicht zu ändern. Wie wollen wir große Aufgaben übernehmen, wenn wir uns selbst nicht ändern können? Wenn wir nicht schaffen, uns selbst zu zügeln? Wisst ihr, liebe Geschwister, im Monat Ramadan, viele denken, wir fasten, weil wir wollen wissen, wie arme sich fühlen. Wir wissen gar nicht, wie arme sich fühlen. Weil wir nun gewisse Stunden Hunger haben. Wir essen doch danach wie Elche und Stiere. Wir essen danach, bis der Bauch aufbläht oder bis wir vom Essen uns nicht mehr bewegen können. Geschweige, wie viel weggeschmissen wird. Weil man sich überkocht und überfrisst. Und dann bleibt immer noch, man will mehr und dann weiß man nicht mehr, wohin damit und landet es in den Müll. Und wir sollen, und so denken wir, wie arme sind, wie arme sich fühlen. Ja, nee, der arme Mensch, auch wenn Iftarzeit ist, hat nichts zu essen. Also fasten wir nicht, damit wir denken, wie sind Hunger, wie leiden die hohen Leute, die Hunger haben. Bruder, bitte. Lass dich doch nicht täuschen. Im Monat Ramadan gibt es Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, der Herr der Welten, Gott, unser Schöpfer, der gibt dir die Zügel der Erziehung in die Hand für dich selber. Du kannst dich schaffen, selber zu erziehen. Du hast die Zügel in der Hand und kannst dich selber erziehen, indem du versuchst, durch diese Erziehung gottesfürchtiger zu werden, weil dann dich nicht mit diesen Trieben beschäftigst in der Zeit. Es ist eine Erziehung eigentlich, eine Erziehung zu Gottesfurcht. Wir nehmen diese Zügel für einen Monat lang in die Hand. Und wir zügeln uns jetzt. Wir machen jetzt, sagen unser Nefs, wo geht's lang? Das ist, was wir machen.
Jetzt nimm mal die Zügel in die Hand, auch wenn es nicht Ramadan ist. Und ich nehme die Zügel in die Hand auch. Und zügel mich und zeige mir auch den richtigen Weg und sag, ey, bevor du dich wieder hinsetzt und dir 20 Videos anguckst in YouTube über verschiedene Angelegenheiten, die keinen Nutzen wahrscheinlich bringen, die wenig Nutzen vielleicht auch bringen, die nur weltlichen Nutzen dir mitgeben, öffne den Koran und lese eine Seite. Lese eine Seite. Du kriegst pro Buchstaben 10 gute Taten und Allah kann das mal so viel machen, wie er will. Und für jede gute Tat verlierst du eine schlechte. Und nimm die Zügel in die Hand und nehmen wir die Zügel in die Hand und sagen uns das nächste Mal, bevor ich mir ein Video schaue, hau ich mir jetzt irgendwas rein über meine Religion. Es gibt so viele Geschwister, die schön erklären, ich lasse mir was erklären, damit ich besser verstehe und richtiger handle. Damit ich nach dieser Religion handle. Mein Bruder und meine Schwester im Islam. Mein Bruder und meine Schwester im Islam. Lass dich nicht täuschen. Wir sind nicht lange hier. Wir sind nicht lange hier. Lassen wir uns nicht täuschen, dass wir Zeit haben, uns zu verändern. Wir müssen uns jetzt verändern. Wir sind auf dieser Welt. Wir sind auf dieser Welt für eine bestimmte Zeit. Und das Erste, was wir auf dieser Welt nach vorne setzen müssen, ist nicht unser Account auf Instagram oder unser Kanal auf YouTube oder unser Beruf oder unser Abschluss oder wie wird Maya, Schulz und Mike und Stefan und Sarah und Sandra über mich denken, sondern als alles sein muss, wie denkt Allah über mich und was will Allah von mir? Weil es gibt keine Überlieferung, wo Allah dich fragen wird, hast du diese und diese Berufsbezeichnung erreicht? Hast du diesen und diesen Titel erreicht? Nein, er wird dir sagen, nur die Überlieferung, die wir kennen, wie hast du dein Geld verdient, wie hast du es ausgegeben? Hast du den Halal-Weg gesucht oder hast du den Haram-Weg gesucht? Und wie kann dann der Weg der Arbeit halal sein? Und die Frage musst du dir stellen. Wie kann, weil viele sagen, ja, aber Arbeiten ist doch Gottesdienst. Alles gut, wenn du arbeitest und deine Familie damit ernährst oder dich ernährst, beziehungsweise deine Familie, ist das wie eine Spende. Aber wie kann die Arbeit halal sein oder was Gutes sein, sagen wir mal so, weil vielleicht ist die vom Grund auf halal, weil du Kartoffeln verkaufst oder Kartoffeln schälst. Und dann ist sie von der Basis her halal. Aber wie kann sie dann weiterhin halal, und halal bedeutet ja automatisch Hasanat, Gutes, während du das Gebet dafür verlässt? Wo das Gebet eine Säule ist? Wo der Islam auf dieses Gebet aufbaut? Wie? Wie? Erklär. Guck mal, yani für mich das, also es geht in meinen Kopf nicht rein. Das geht für mich in meinen Kopf nicht rein. Yani, du willst doch am Ende doch dieses Abschlusszeugnis haben, dass du zu den Betenden gehörst, dass du zu den Gläubigen gehörst, dass du den Muslimen gehörst. Jetzt stell dir mal vor, du musst einen Abschluss machen und für den Abschluss musst du ja gewisse Kurse besuchen. Und du gehst arbeiten und besuchst diese Kurse nicht, aber behauptest, dass du Akademiker bist oder dass du ein Akademiker seist oder dass du es lernst. Das geht nicht, weil das eine annulliert das andere. Und wie kann dann sein, wenn die Arbeit das Gebet annulliert, wie kann sie dann Gutes sein? Weil viele sagen, ja Bruder, ja guck mal, mit Gebet wurde ich schon am Arbeit, soll ich nicht arbeiten? Habibi, es stört keinen, dass du arbeitest. Und erstmal musst du eine Sache wissen, Allah braucht dich nicht, Jani. Okay? Denk nicht, weil du was machst, Allah ist dir was schuldig. Aber ich will dir damit sagen, hast du jemals versucht? Hast du dich jemals bemüht? Weil manchmal bemühen wir uns auch auf der Arbeit, dass man extra Pause bekommt oder extra das oder extra dies. Hast du dich dafür bemüht? Keiner wird dir was sagen, Bruder, bitte. Leute machen Zigarettenpausen, ein nach der anderen. Mach dir das nicht. Aber es geht in meinen Kopf nicht rein, dass ich sage, ich arbeite und wegen Arbeit bete ich nicht.
oder weil ich jetzt, die Arbeit ist wichtig, weil ich will ein Haus bauen oder ich habe ein Haus gebaut und ich habe Angst, dass ich, was denkst du, wer dich versorgt? Was denkst du, wer dir alles gegeben hat? Von daher, es geht nicht, es geht nicht. Aber dann kommen wir wieder zurück zu dem, worüber wir die Hörreise machen. Wir haben nur noch Spuren der Religion, weil wir alles losgelassen haben für diese ein Leben. Wir darf wegen das loslassen. Das ist beschämend. Das ist beschämend. Wir müssen uns schämen dafür. Wir müssen uns schämen, liebe Geschwister. Und ich sage mit bewusst wir. Ich sage nicht wir, damit ich bei euch schmeichel. Damit ihr sagt, ah, guck mal, da spreche ich auch an, der meint das nicht. Bitte, lass dich nicht täuschen. Ich sage wir, weil wir sind. Wir müssen uns schämen. Dass wir nur noch Spuren und Teilchen und ein paar Krümelchen so von der Religion bei uns zu finden sind. Personisch in der Religion. Und Allah verlangt nur Religion von dir. Das Leben ist nicht aus Spiel und Spaß gemacht. Wir müssen das verändern. Wallahi. Wir müssen das verändern, liebe Geschwister. Wir müssen hier was verändern. Seid keine Spuren. Seid nicht Krummelchen oder Teilchen in euch von der Religion. Bringt mehr. Und du wirst sehen, umso mehr du dich beschäftigst, umso mehr Ruhe findet deine Seele. Umso mehr du dich beschäftigst, umso mehr wirst du verstehen. Dann kommen diese Puzzleteilchen zusammen. Und dann sagst du, ah, und oh, und ja, krass. Umso mehr wirst du Sahaba verstehen können. Radiallahu anhu. Ein Sahabi wie, und ich habe den öfters erwähnt in den Hörreisen. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Hazrat Umar, wo der Teufel um die Straßenseite gewechselt hat, wenn er gekommen ist. Weil Umar war einfach eine stabile Person, ein stabiler Muslim. Und dieser Mann hat Angst, dass er nicht in die Höhle kommt. Dieser Mann dachte, er wäre ein Heuchler. Dieser Mann hatte Sorge um seine Taten. Liebe Geschwister, hat sich bemüht, stets Taten zu begehen. Und jetzt kommt ein Du und ein Ich. Mehr muss ich nicht sagen. Mehr muss ich nicht sagen. Mögen wir zu stärkeren Iman finden und mögen wir zu mehr Umsetzung der Religion finden. Möge Allah uns besser machen, liebe Geschwister, und uns die Möglichkeit geben, dass wir diese, wie ich gerade gesagt habe, diese wenige Krummel und wenige Teilchen, dass wir die vermehren und vermehren, vermehren ganz viel in uns wird. So dass wir nach außen dass den richtigen Islam tragen, dass wir nach außen den Koran tragen, dass die Leute uns sehen und sagen, warum verhalten sie sich so? Und dass sie sagen, weil die verhalten sich so, wie der Koran ihnen das beigebringt. So war unser Prophet Muhammad. Und wenn wir wahrlich behaupten, dass wir ihn lieben, und wenn du behauptest, dass du ihn liebst, und wenn du behauptest, dass du Allah liebst, und wenn du behauptest, dass du diese Religion liebst, dann schau in dir selber, und das ist der Grund, weil manchmal sagt man, wie kann ich das erkennen, dann schau in dir selber, wie viel du davon in dir findest. Nicht nur in dir, ja, okay, in mir habe ich, in dir meine ich bei dir. Wie viel findest du davon? Wie viel setzt du um? Wie viel machst du? Wie viel weißt du? Es geht nicht, Jan. Es geht nicht, dass du von Naruto und One Piece alle Namen kennst, alle Folgen, die Geschichte, wer wem kaputt gemacht hat, wer das, jenes gemacht hat. Ja, und die Namen sogar vielleicht auf Japanisch sogar aussprechen, ja. Aber du weißt nicht, du kannst nicht eins weiße Haare beim Namen nennen. Die waren die besten Generationen auf dieser Welt. Das meine ich. Wir haben mehr von Serien drauf als unserem eigenen Prophet Muhammad, a.s.w. Nur Spuren. Möge Allah uns besser machen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.